Januar, Turnier Marina in den Kempershöhe, da gibt es nur einen Programmpunkt. Deswegen seid alle hier, das Ponyrennen. Wir starten in diesem Jahr mit einer Parade der Teilnehmer. Da können wir schon mal schauen hier, wer euer Favorit ist. Wie bei großen Rennen einmal die große Parade vor den Zuschauern. Zum Abschluss. Da müssen wir einen kleinen Ausgleich vornehmen. Ich stelle sie einmal wieder vor mit der 362. Obwohl er nicht so aussieht, er heißt Gigant. Und Fabian Rode. Dann haben wir da den Kalle mit der Eiligen Pelz. Und ein kleines Stück zurück müssen wir hier die Senna mit der Malu Schumacher setzen, denn wer letztes Jahr hier in Marienheide war, der weiß noch, wie die zwei abgegangen sind. Dann waren die Sieger hier im Ponyrennen. Also. Mit ihrer Senna, mit der 125 hier auf der Innenbahn. Thank you.
dann vorne, direkt zu den Zuschauern. Und es siegte in diesem Jahr, wie schon im vergangenen Jahr, die jüngste Teilnehmerin. 7 Jahre jung in diesem Jahr. Manu Schumacher mit ihrer Sänger. Herzlichen Glückwunsch! Zur Siegerin gekommen, zur Malu Schumacher. Denn wie das so in Marienheide-Kempershöhe üblich ist, müssen natürlich alle großen Sieger am Ende ein paar Worte noch an ihr Publikum richten. Malu, wenn ich dich so reiten sehe mit deinen 7 Jahren, hast du denn gar keine Angst, wenn du hier im Rennen unterwegs bist? Nein. Und was hast du der Senna gefüttert, dass sie so abgeht hier? Ja, habe ich auch schon gefragt. Zum Nur mit Möhren kann ich so abgehen. Das ist ja der Wahnsinn. Und kommst du nächstes Jahr wieder? Bestimmt, oder? Ja. Und hier, deine Fans sind bestimmt auch wieder da. Nächstes Jahr. Ja. Einfach eine Ehrenrunde im Schritt. Gehen wir alle nochmal gemütlich hier lang. Und ihr kriegt nochmal den großen Applaus hier. Der Zuschauer aus Kempershöhe. Otto Fakzi mit einem großen Applaus hier. Die Teilnehmer am Ponyrennen in diesem Jahr.